Bereits zum 36. Mal haben sich am Montag einige der besten Radquerfahrer aus der Schweiz und Europa am internationalen Radquer in Damoselle gemessen. Es war ein perfekter Tag. Dafür gesorgt hat tolles Wetter, eine super Stimmung und ein spannendes Rennen. Aus einheimischer Sicht ganz erfreulich war der dritte Rang von Pirmin Lang. Der gebürtige Damoseller ist die ganze Renntour über mit dem Feld mitgefahren und hat am Schluss noch so gute Beine gehabt, dass er den Spurt um den letzten Podestplatz für sich entscheiden konnte. Gewonnen hat das Rennen schon zum fünften Mal der Franzose François Mouret. Zweit wurde ist der Mountainbiker Ralf Neff. Ebenfalls ein gutes Resultat hat der Bruder von Pirmin Lang, der René, mit dem 9. Rang erreicht. Nicht so gut ist es der Rockliswiler Brüder Winterberg gelaufen. Der Lukas Winterberg ist zwar sehr gut gestartet, ist aber wegen dem Defekt zurückgefallen und hat mit der Entscheidung nichts mehr zu tun gehabt. Schliesslich hat er und seine Brüder Michael so etwas wie ein Familienzeitfahren gemacht. Wo die beiden ins Ziel gekommen sind, sind der François Mouret und der Pirmin Lang schon für die Siegerehrung parat gewesen. Pirmin Lang war zufrieden mit seinem Rennen. Den dritten Rang habe ich mal aus eigener Kraft geschafft. Weil ich war vor 5 Jahren dort mal Dritter gewesen, aber dort ist es so gewesen, dass der Florian Vogel die letzte Hürde umgekehrt ist und ich so sozusagen den dritten Rang geerbt habe. Und das Mal war das wirklich aus eigener Kraft gewesen, und darum denke ich, es nicht schlecht. Das Radquer Damoselle ist auch wegen seinem Fest am Abend bekannt. Bleibt man hier auch als Spitzensportler mal ein bisschen länger hocken? Mir bleibt sicher noch ein bisschen, weil das Fest drum und dran ist einzigartig hier. Und, das genießt man natürlich schon. Zudem eben, es ist es in der Region, wir können den einen oder anderen noch und da muss man noch ein bisschen schwätzen. Zu diesem Zeitpunkt hat das Fest in der Halle so richtig Fahrt aufgenommen. Und sicher scheint es noch bis in die frühen Morgenstunden gegangen.